Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um den dritten Teil von Broken Darkness gehen, so gefährlich. Ja, es ist tatsächlich der dritte Teil. Ich finde, von der Farbe her ist es ein bisschen irritierend, weil er ein bisschen aussieht fast wie der erste Teil. Aber es ist tatsächlich der dritte und ich habe den dritten Teil jetzt gelesen. Ich bin jetzt so hyped auf den vierten, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe hinten die Leseprobe vom vierten schon gelesen und ich denke, der vierte wird extrem gut. Und ja, jetzt kommen wir aber erstmal zum dritten. Und wie mir der dritte Teil gefallen hat, das verrate ich euch jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer als allererstes vorweg, ich habe das Buch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich den dritten Teil wieder von euch bekommen habe. Ich würde mich auch freuen, wenn ich den vierten wieder kriegen würde. So, hust, hust. So, ja. Ich habe mich sehr auf den dritten Teil gefreut. Der dritte Teil beinhaltet ja jetzt eine andere Geschichte. Die ersten beiden Teile gehören ja zusammen. Da geht es um Dylan und Annie. Und jetzt hier im dritten Teil geht es um Dylans Bruder Max und um die Nachbarin von Annie, Joanne. Wir lernen beide schon im ersten und zweiten Teil auch kennen. Wir erfahren auch schon so ein bisschen über die beiden. Wir wissen, dass Joanne Stripperin ist in einem Club, dem Velvet Touch. Und wir wissen, dass Max der Anführer einer Biker-Gang ist. Und die haben irgendeinen komischen Drogendeal am Laufen und wickeln diesen in diesem Stripclub im Velvet Touch ab. Zu Beginn der Geschichte begegnen wir Joanne in diesem Stripclub und Joanne hat einen Plan. Sie möchte diesen Drogendeal jetzt nicht unbedingt verhindern, aber sie möchte ihn für ihre Zwecke nutzen. Denn der Chef dieser Drogenbande, sage ich jetzt einfach mal, die diese Drogen an den Biker-Club verkaufen wollen, der hat eine Sekte quasi, der ist ein Sektenführer, der nennt sich Lagan und in dieser Sekte ist ihre Schwester. Joanne gehörte vor einem Jahr auch noch zu dieser Sekte, ist dann aber geflohen, hat es aber nicht geschafft, ihre Schwester mitnehmen zu können. Also ihre Schwester hat sich geweigert mitzugehen, sondern hat halt gesagt, nein, ich bleib hier, jetzt habe ich ja endlich ein richtiges Zuhause gefunden und ja, ist halt immer noch in dieser Sekte und Joanne möchte ihre Schwester unbedingt befreien. Und so möchte sie halt diesen Drogenchef, diesen Lagan, zur Rede stellen und ihn zwingen, ihm zu verraten, wo ihre Schwester ist, sodass sie sie befreien kann. So, das ist Joanne ihr Plan zu Beginn der Geschichte. Natürlich geht alles schief, was nur schief gehen kann. Am Ende ist sie mit Max auf der Flucht. Denn Max ist der Einzige, der ihr nach diesem missglückten Plan quasi jetzt noch helfen kann. Denn Max hat ja Kontakt zu Lagan und Lagan vertraut ihm. Und deswegen ist Joanne jetzt auf Max angewiesen. Und deswegen tut sie Max mehr oder weniger kidnappen und entführen. Und ja, was Joanne mit Max alles veranstaltet und was die beiden erleben und ob Joanne am Ende ihre Schwester retten kann, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Teil von Broken Darkness geht. Und mehr möchte ich zum Inhalt auch nicht verraten. Ihr solltet wirklich selber lesen, was hier genau alles passiert. Ich kann nur sagen, dass ich den dritten Teil nicht so gut fand wie den ersten und den zweiten. Das lag bei mir zum einen daran, dass die erotischen Szenen hier sehr, sehr viel sind. Also dieses Buch ist sehr obszön und sehr versaut und strotzt voller Erotik. Also wer damit echt Probleme hat, sollte definitiv hier die Finger von lassen. Dem kann ich echt nur sagen, ihr werdet keine Freude an diesem Buch haben, weil wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Erotik in dieser Geschichte. Das hat mich zum einen auch ein bisschen gestört, weil es mir einfach auch zu viel war. Wie gesagt, das Obszöne in dieser Geschichte stört mich persönlich jetzt nicht. Das war auch im ersten und zweiten Teil ja schon sowas. Darf einen nicht stören, wenn man diese Reihe generell lesen möchte. Was mich aber hier auch noch mitgestört hat, war, dass ein sehr, sehr großer Teil der Geschichte hiermit verbracht wird, dass Max und Joanne sich eigentlich nur verbal bekriegen. Also es passiert nicht wirklich viel in der Geschichte. Am Anfang der Geschichte ist alles noch sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend und dann stagniert die Geschichte so gefühlt so für 150 Seiten und es passiert einfach nichts. Außer sehr viel Sex und Erotik und Geschreie und Gekeife und Machtkämpfe untereinander. Aber es passiert halt für die Story hier einfach nichts. Und wirklich dann so auf den letzten 100 Seiten nimmt die Geschichte nochmal Fahrt auf, wo halt auch nochmal was passiert. Und das war für mich halt ein sehr, sehr großer Minuspunkt, dass hier halt sehr viel in der Geschichte war, was für mich ein bisschen unnötig war, was man hätte kürzer machen können und was dadurch halt auch dann zu so einem
kaugummiartigen Abschnitt geführt hat. Wo ich mir dann halt auch so dachte, ja, ich weiß, dass ihr zwei sehr starke Persönlichkeiten seid. Ich weiß, dass ihr zwei sehr, sehr große Sturköpfe seid. Ich weiß, dass ihr euch irgendwas nicht eingestehen wollt und. Und ich dachte mir so, ja, es reicht dann jetzt halt auch einfach mal. Aber es hat sich, wie gesagt, über einen sehr, sehr langen Zeitraum gestreckt, diese ganze Situation. Und das ging mir persönlich so ein bisschen auf den Keks. Weswegen es für mich der bisher schwächste Teil der Reihe ist. Ja, ansonsten von der Story her fand ich die Geschichte gut im Ansatz. Ich fand den Gedanken hinter der Geschichte cool, dass sie halt ihre Schwester aus dieser Sekte da befreien möchte. Und es gibt ja am Ende auch noch einen sehr überraschenden Plot-Twist, was das betraf. Das fand ich auch richtig, richtig gut. Und ja, diese ganzen kleinen Machtspielchen zwischen Max und Joanne, die habe ich schon genossen. Da hatte ich auch Freude dran. Das war auch teilweise sehr witzig mit anzusehen. Aber wie gesagt, für mich war das einfach zu lang gezogen, dieser Part, den die beiden da auf der Flucht sind und versuchen da ihre Machtverhältnisse zu klären. Und das, was halt zwischen ihnen ist, versuchen zu klären, das war mir einfach ein bisschen zu lang. Und das Ende war dann sehr, ja, jetzt nicht hoppla hopp und kurz und knapp, aber es war mir zu kurz. Also ich finde, es hätte ein bisschen mehr für die Story noch getan werden können. Ansonsten hat mir die Geschichte im Großen und Ganzen gut gefallen. Wie gesagt, auch die Geschichte so da dahinter. Und ich bin jetzt auf jeden Fall auf den vierten Teil gespannt, denn man bekommt hier am Ende vom dritten Teil wieder einen kleinen Vorgeschmack auf den vierten. Und es ist ja noch eine Leseprobe drin. Und ich denke, der vierte Teil kann richtig, richtig gut werden. Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Denn ich finde die Ausgangssituation bei Tiffany und Blake einfach schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und ja, mehr kann ich jetzt zum Inhalt auch gerade nicht sagen. Was die Charaktere betrifft, fand ich Joanne und Max schon sehr speziell. Es sind zwei Charaktere, in die ich mich persönlich nicht unbedingt hineinversetzen kann. Ganz einfach aufgrund dessen, was die Charaktere auch für Hintergründe haben. Aber für mich waren die Charaktere schlüssig. Also ich habe das Joanne abgenommen, dass sie so ist, und ich habe es auch Max abgenommen, dass er so ist. Halt aufgrund ihrer Kindheit und ihrer Vergangenheit, was sie beiden erlebt und durchgemacht haben, kann ich verstehen, dass aus ihnen solche Menschen geworden sind. Also das ist für mich nachvollziehbar gewesen. Ich mochte die Charaktere auch. Ich fand die Spannung zwischen den beiden auch gut. Und wie gesagt, das war mir halt in der Mitte einfach nur zu wenig Geschichte, was dann halt passiert ist. Und ja, also ich finde, die beiden haben super auch zusammengepasst in dieser Geschichte. Das hat die Autorin hier wirklich gut gemacht, eine gute Konstellation gefunden. Und ja, auch was die Nebencharaktere betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Die Tante von Joanne fand ich sehr, sehr gut. Die fand ich großartig. Und auch Annie und Dylan kommen hier so ein bisschen wieder mit drin vor in der Geschichte. Das fand ich auch ganz toll, zu sehen, was halt mit den beiden so ist. Und ja, ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Ich finde, von den Charakteren hat hier wieder alles super gepasst. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier größtenteils in einer Wohngegend in Florida, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ich möchte euch jetzt hier nicht zu viel verraten. Vom Setting her hatte ich keine Probleme. Ich fand, es war alles gut beschrieben und gut ausgedacht. Und das hat für mich alles Sinn ergeben. Und auch die Beschreibung war gut. Ich konnte mir das alles sehr, sehr gut vorstellen. Es war teilweise schon sehr witzig, wo die dann so gelandet sind zwischendrin. Also vom Setting her kann ich mich auch nicht beschweren. Die Beschreibungen waren gut. Ich hatte keine Probleme, auch in den Szenenbeschreibungen wieder mir irgendwas vorzustellen. Das hat für mich alles wieder super gepasst. Und ja, kommen wir als letztes noch zum Schreibstil. Was den Schreibstil betrifft, hatte ich ja bei den ersten beiden Teilen schon gesagt, dass der sehr, sehr sexy ist und sehr obszön und sehr, sehr hart, sage ich mal. Also ich sage mal, Worte wie Ficken und sowas ist da noch harmlos. Also wer wirklich mit derberen Kraftausdrücken seine Probleme hat, sollte das hier nicht lesen. Denn es ist wirklich richtig obszön streckenweise. Gerade hier dieser Teil, wo die beiden sich gegenseitig so Dinge an den Kopf schmeißen, das ist schon nicht ohne. Und auch was die beiden hier so miteinander sexuell veranstalten, ist nicht ohne. Und das wird nicht jedermanns Geschmack sein. Vor allen Dingen, wenn man gerne so, naja, niedliche Liebesgeschichten liest, so wie Redwood Love, sollte man das hier definitiv nicht lesen, wenn man nur solche Liebesgeschichten, zum Beispiel Redwood Love, mag. Also dem würde ich dann hiervon abraten. Wer gerne mal was Ausgefallenes liest und damit keine Probleme hat, sollte sich die Broken Darkness-Reihe auf jeden Fall unbedingt angucken. Ansonsten der Schreibstil, ich schweife heute schon wieder ab. Kommen wir mal zurück zum Schreibstil. Kann ich ja sagen, dass es ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil ist. Es ist ein Schreibstil, der gut durch die Geschichte führt. Also man stolpert nicht, man hadert nicht, man kommt gut durch die Geschichte. Also ich hatte einen guten Lesefluss auch beim Lesen. Ich habe auch wieder nicht sehr, sehr lange gebraucht, um dieses Buch zu lesen, denn
die Geschichte saugt einen schon irgendwie ein und man möchte ja dann auch wissen, wie es weitergeht. Und also es ist schon ein gut gemachter Schreibstil und passt auf jeden Fall zur Geschichte. Ich finde die Übersetzung auch gut an dieser Stelle. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Broken Darkness, so gefährlich. Wie gesagt, für mich der bisher schwächste Teil der Reihe, aufgrund dieser vielen doch erotischen Szenen und dieser einen langen Passage, wo halt für die Story nicht wirklich viel passiert. Und ja, ich bin jetzt auf den vierten Teil gespannt. Ich freue mich sehr auf die Geschichte von Tiffany und Blake. Und ja, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung wie immer unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.